Hallo Frau Sabet, schön, dass Sie sich Zeit nehmen, ganz kurz vor Weihnachten und auch noch ganz kurz vor Ihrem Urlaub, uns aufzuklären über die Food-Trends der Zukunft, auf die wir und aber auch die Landwirte sich einstellen können, sollen, müssen. Sie arbeiten beim BVE als Geschäftsführerin und sind unter anderem die Leiterin des Büro Brüssel. Da habe ich ja die ganz starke Hoffnung, dass Sie uns viel mehr erzählen können als das, was in Deutschland vorgeht. Frau Sabet, wenn ich durch die Städte, vorzugsweise die größeren, gehe, dann denke ich immer, Deutschland ernährt sich von Laugen, Schinken, Käsestangen. Aber ganz so ist es, glaube ich, nicht. Deutschland ist zunehmend unterwegs. Das ist schon mal sehr richtig festgestellt. Und unterwegs ernährt man sich meist anders als zu Hause. Da bleibt eben nicht viel Zeit zum Kochen. Da muss es schnell gehen. Da muss es einfach auch convenient sein, wie man sagt, ne? Und vor allem muss es schmecken. Das ist, glaube ich, das, was so das Hauptkriterium ist beim Lebensmittelkonsum. Gut, die Vielfalt, die ist, wenn wir es mal vergleichen mit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist natürlich dramatisch gewachsen. Heute 170.000 verschiedene Produkte im Handel erhältlich. Ach du Gott. Das ist eine enorme Vielfalt. So viel hatten wir noch nie. Nur Lebensmittel, 170.000. Genau, verschiedene Artikel. Sie geben regelmäßig Repräsentativbefragungen in Auftrag, die Consumers Choice, ich weiß nicht in welchem Abstand. Alle 2 Jahre immer zur Anuga. Die Anuga ist ja so die Leitmesse für Lebensmittel und da haben wir dann alle 2 Jahre jetzt zuletzt in diesem Jahr diese Verbraucherumfrage veröffentlicht. Ich habe da reingeguckt in der Vorbereitung und viele interessante Sachen gefunden, aber zwei ganz bemerkenswerte. Dass nämlich in den letzten 3 Jahren, bezogen auf die letzte Untersuchung von 2015, die Mengennachfrage nach Lebensmitteln im Einzelhandel gesunken ist, um fast 4%. Richtig. Da gibt es auch ganz verschiedene Faktoren, die darauf wirken. Den einen hatte ich ja eingangs schon angesprochen. Die Leute sind einfach viel zu viel unterwegs. Sie sind sehr mobil heutzutage. Man arbeitet an verschiedenen Orten, wohnt vielleicht noch woanders, muss zu verschiedenen Terminen. Da bleibt häufig wenig Zeit, sage ich mal, sich was im Handel zu kaufen und zuzubereiten. Deswegen geht da der Trend eben mehr hin zum Außerhauskonsum, zur Gastronomie, zum Snacking unterwegs. Aber es sind einfach auch, sage ich mal, gesellschaftliche Aspekte, dass man auch viel weniger Zeit hat, miteinander zusammenzusitzen und, sage ich mal, jetzt große gesellige Abende mit gutem Essen zu verbringen. Man hat auch, sage ich mal, durch den zunehmenden Zeitstress auch einfach weniger Lust manchmal zum Einkaufen. Das ist auch ein Faktor. Es gibt aber auch Aspekte der Nachhaltigkeit, dass die Leute auch sich bewusst entscheiden, weniger einzukaufen, weil sie zum Beispiel weniger wegschmeißen wollen. Das ist zum Beispiel auch ein sehr positiver Effekt. Und all die kommen zusammen, ne? Und das führt dann dazu, dass eben die Mengenveränderung eher abnimmt. Für mich als Laien sieht es so aus, als gäbe es zwei Blöcke. Die einen kochen, die anderen nicht. Von Edel über Alltags bis zum Wochenendkoch. Das bin ich so mehr. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Snacker, die haben Sie angesprochen. Die Aufwärmer und die Außerhausesser. Das ist dann die Erklärung für den 4%igen Rückgang bei den Mengen im Einzelhandel. Unter anderem auch, wie gesagt, dass die Gelegenheit zum Kochen ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber auch manchmal auch die Lust dazu, ne? Also so der Zeitfaktor. Das ist halt auch so ein Grund, warum manche eben nicht mehr jeden Tag kochen, sondern eben nur noch gelegentlich oder am Wochenende. Und das andere ist aber auch das Know-how. Man muss ja wissen, wie man kocht, ne? Um Rezepte, die Verarbeitung von Lebensmitteln, wie ich damit umgehe. Das muss auch noch vorhanden sein. Und das geht auch dem einen oder anderen eben in der Gesellschaft heute verloren. Also wenn ich mir hier die Details Ihrer Untersuchung anschaue, dann scheint es doch so, als würden die Vielköche, die Vielkocher, wesentlich mehr Gemüse
verarbeiten oder zu sich nehmen, wesentlich mehr Fisch zu sich nehmen und die Außerhausesser dann eher mal zu Wurst und Fleisch und sowas greifen. Also gekocht wird auch mit Fleisch. Es sind natürlich mehr die unverarbeiteten oder weniger verarbeiteten Produkte, die für diejenigen interessant sind, die viel kochen, weil die haben ja ein Interesse daran, das selber zu Hause zuzubereiten. Und sag ich mal, die weiterverarbeiteten Produkte, Sie haben es angesprochen, die Wurst, aber ich kann mir eben auch den Feinkostsalat, der eben schon fertig zubereitet ist, gut vorstellen. Das sind dann eben die Produkte, die eher von denen nachgefragt werden, die halt keine Lust zum Kochen haben. Und ganz wichtig, glaube ich, Ihre Untersuchungen zeigen, dass Ernährung und Gesundheit heute untrennbar miteinander verbunden oder zumindest so wahrgenommen werden. Richtig, also die Verbraucher empfinden zunehmend, dass es einen bewussten Zusammenhang gibt zwischen Ernährung, Bewegung und Gesundheit. Den Dreiklang muss man sehen, also weil was wir auch Spannendes in unserer letzten Studie dieses Jahr herausgefunden haben, ist eben auch, dass fast jeder Dritte heute regelmäßig Sport treibt. Und das sind auch diejenigen, die eben sehr, sag ich mal, körperbewusst auch essen. Also zum Beispiel aktuell ist Protein so ein Riesentrend, ne, wo man sagt, Proteinprodukte haben das letzte Jahr zweistellige Wachstumsraten von fast über 60% erlebt. Das ist sehr, sehr hoch bei, sag ich mal, einem sehr konsolidierten Markt, wie wir in Deutschland haben. Und das sind vor allem junge Konsumenten, die auch, sag ich mal, auch keine Lust mehr haben, sich belehren zu lassen, über was ist jetzt gesund und nicht gesund, sondern die haben ein sehr gutes Körperbefinden. Und sage ich mal, informieren sich auch und möchten dann eben auch entsprechend vielfältig essen können. Also die sind nicht so festgelegt. Die treiben auch ganz unterschiedliche Trends am Markt. Und wenn Sie sagen, Proteinprodukte, das ist jetzt nicht unbedingt das Schnitzel und das Hähnchenbein, sondern mehr so Shakes. Na, das sind schon auch die klassischen. Also was zum Beispiel ein Revival erlebt hat, ist ja Quark. Ja, das, was man so von früher als gutes, eiweißhaltiges Produkt kennt, hat ja heute wieder einen sehr großen Boom erlebt. Und aber natürlich geht es auch, sag ich mal, sucht man, wenn man sich sehr proteinhaltig ernähren möchte, eben auch mal neben tierischen Produkten, zum Beispiel pflanzliche Proteinprodukte. Und da gibt es, glaube ich, auch ganz neue, spannende Trends einfach am Markt. Das sind eben nicht mehr nur die Proteinshakes, die, sag ich mal, die sich so im Fitnessstudio finden, sondern das sind heute ganz gängige, sag ich mal, proteinreiche Lebensmittel im Supermarktregal. Aha. Nun, das Stichwort Brüssel hatten wir ja schon. Sie beobachten nicht nur Deutschland, sondern gucken über den Tellerrand, um beim Thema zu bleiben, hinaus. Gibt es denn eigentlich international Trendsetter unter den Nationen? Also Trendsetter sind ja immer die großen konsumstarken Märkte und da gehört ja Deutschland an vorderster Front dazu, mit über 80 Millionen Konsumenten, einem sehr kaufkräftigen Publikum ist Deutschland natürlich ein sehr spannender Markt. Es ist auch ein sehr sensibler Markt. Die Leute sind extrem qualitätsbewusst, sehr anspruchsvoll, aber auch sehr preissensibel und das macht Deutschland zu einem wirklich hart umkämpften Markt. Aber es gibt natürlich noch andere konsumstarke Märkte, wo noch andere Trends vorherrschen. Also beispielsweise von den Amerikanern kennt man das ja auch, dass sie zum Beispiel sehr in die gesundheitsbewusste Richtung gehen, aber auch sehr in die Convenience-Richtung. Wir kennen aber auch in Asien spannende Märkte. Ich denke jetzt an Südkorea, ist ein spannender Testmarkt, einfach weil die Leute dort sehr experimentierfreudig sind. Japan ist ein spannender Markt, weil dort eben auch sehr kaufkräftige, anspruchsvolle Konsumenten leben, die aber auch sehr, sehr viel Vielfalt wollen. Also da kennt man jetzt auch die exotischen Geschmacksrichtungen. Insofern gibt es da ganz, ganz viele Trendsetter weltweit. Und lässt sich denn jetzt zum Beispiel das Ess- oder Kaufverhalten von Südkoreanern so einfach übertragen auf Westberliner?
Nicht ganz, weil ich sag mal, wir haben natürlich traditionell geprägte Essens- und auch vor allem Geschmacksmuster. Das ist man schon sehr, sehr unterschiedlich. Aber was sich halt auf jeden Fall übertragen lässt, ist eben die Convenience-Aspekte und die Qualitätsaspekte. Also das sind einfach Trends, die sehen wir überall. Und auch das Nachhaltigkeitsbewusstsein. Also dass man wissen möchte, wo kommt das Lebensmittel her? Man möchte, sage ich mal, auch etwas Gutes für seine Umwelt, für die Gesellschaft tun. Man möchte darauf achten, dass diese Produkte eben aus guten Herstellungsbedingungen kommen. Man möchte so wenig wie möglich wegschmeißen. Man möchte bei den Verpackungen darauf achten, dass das alles, sage ich mal, wieder zum Beispiel recycelbar ist. Man möchte, dass man aber eben auch überall und ständig gute Lebensmittel essen kann. Das heißt, es werden ganz interessante, auch digitale Konzepte angeboten, wie man einkauft, wie man sich Informationen ziehen kann. Beispielsweise, wenn ich jetzt an Korea denke, da können Sie heute ja auch schon in der U-Bahn am Automaten bestellen, was Sie abends dann nach Hause geliefert bekommen. Oh. Und sparen sich den Weg und Zeit. In Deutschland gucken wir gerade viel mit digitalen Apps, wie wir den Konsumenten dazu bekommen, die Informationen zu erhalten, die er will zum Produkt. Und ich glaube, da gibt es global ganz spannende Trends, die auch zusammenkommen. Und wenn zunehmend Verbraucher auf Nachhaltigkeit, abgesehen von Qualität und Preis, auf Nachhaltigkeit Wert legen, welche Signale erwarten die da? Kann man das sagen? Woran macht der Verbraucher das fest? Ja, also 27%, also mehr als jeder vierte Verbraucher in Deutschland konsumiert heute bewusst nachhaltig Lebensmittel. Das heißt, er will eben mehr als nur gute Qualität und einen guten Preis. Und es sind ganz aber verschiedene Faktoren. Da geht es um Regionalität, dass die Transportwege kurz sind. Es geht um Tierwohlaspekte. Es geht auch um Bio, auch, sag ich mal, was man klassisch immer mit Nachhaltigkeit verbindet. Das sind ganz, ganz verschiedene Aspekte, die da reinspielen oder bei, sag ich mal, exotischen Produkten, dass die fair gehandelt werden. Das ist eine ganze Nachhaltigkeitsdimension, die Konsumenten dort ja, anstellen. Und haben Sie auch noch eine Take-Home-Message für die Landwirte? Also ich glaube, was viele immer beschäftigt, ist ja auch, wie geht es den Herstellern, auch den Landwirten, die ja die Produkte herstellen und Ja. erzeugen, bei diesen ganzen Trends. Wenn die hören, okay, die Leute kaufen weniger ein, Ja. es wird weniger nachgefragt, wie ist meine Zukunft gesichert? Und ich glaube, da ist ganz wichtig zu sehen, dass das gar kein Widerspruch sein muss, weil die Leute, die eben auch sehr qualitätsbewusst einkaufen, nachhaltig einkaufen, geben auch gerne mehr Geld für Lebensmittel aus. Und es ist zum Beispiel ganz spannend zu beobachten, die essen beispielsweise zwar weniger Fleisch, kaufen das auch weniger, aber sie geben dafür so viel mehr Geld aus, dass sie in Summe einen viel höheren Umsatzanteil am Fleisch, Umsatz haben als, sag ich mal, die weniger bewussten, die zwar mehr Fleisch essen, aber vor allem günstig einkaufen. Also da sind sehr viele Potenziale auch für die Erzeugung und für die Weiterverarbeitung, da einfach auch von diesem Trend zu profitieren.